Berlin, Hauptstadt Deutschlands, Heimat von rund 3,6 Millionen Menschen, Tourismus Schwergewicht. Rund 14 Millionen Gäste aus dem In- und Ausland sind im Vor-Corona-Jahr 2019 hierher gekommen. Kein Zufall also, dass die Stadt schon seit vielen Jahren Austragungsort für die internationale Tourismusbörse, kurz ITB, ist. Die ITB ist eine der wichtigsten Plattformen im Tourismus, um sich mit den Reiseveranstaltern und den Anbietern im Ausland zu treffen. Das heißt, hier muss man als erstes das transportieren, was man transportieren möchte. Dass man dann später die großen Märkte über Social-Media-Kanäle und über sonstige Marketingaktivitäten auch noch anspricht, ist völlig klar. Beim großen Branchentreff, heuer nur für Fachpublikum, ist auch unser Bundesland stark vertreten gewesen. Wir präsentieren Oberösterreich heute auf der weltgrößten Tourismusmesse. 180 Länder sind vertreten und wir haben einen Schwerpunkt heuer, nämlich dass wir das Kulturjahr 2024 ordentlich bewerben und in den Mittelpunkt stellen. 2024 könne als ein regelrechtes Superkulturjahr für Österreich angesehen werden. Eine federführende Rolle nimmt dabei Oberösterreich ein. Denn mit dem Salzkammergut und der Bannerstadt Bad Ischl wird erstmals in der Geschichte eine ländliche Region zur europäischen Kulturhauptstadt ernannt. Über 150 Projekte werden über die Region verteilt umgesetzt. Ich finde, dass man das einmal auch bearbeitet und schaut, was für ein Potenzial so ein ländlicher Raum hat. Und das sieht man ja am Salzkammergut, dass sowohl ein kulturelles auch als ein sonstiges Potenzial vorhanden ist, sich weiterzuentwickeln und auch der Moderne gerecht zu werden, das und sich den Herausforderungen zu stellen, das finde ich schon einen bemerkenswerten Vorgang. Ebenso jährt sich 2024 der Geburtstag des oberösterreichischen Komponisten und Orgelvirtuosen Anton Bruckner zum 200. Mal. Gefeiert wird das im Zuge des Bruckner-Jahres. Die Beschäftigung mit seiner Person und mit seiner Musik neu soll nicht im Sinne eines Gedenkens stattfinden, sondern in der Gegenwart. Was löst er aus? Ah, in Tanzformen, in freier Szene. Natürlich mit Konzerten, Ausstellungen, Theaterstücken auf ganz vielfältige Weise. Beworben werden die beiden Kulturhighlights unter dem Slogan Who the heck is culture? Zu Deutsch, wer zum Kuckuck ist Kultur? Der Hintergrund ist, dass wir nicht fragen, was ist Kultur, sondern wer ist Kultur. Wir wollen das über die Menschen erzählen, die das ausmacht, die Kultur auch ausmachen, die für die Kultur da sind. Von der Blasmusikkapelle über Literaten, Schriftsteller, Schauspieler, Schauspielerinnen bis zu den großen Orchester. Die Kultur an sich und die sie erlebbar machen, sind das eine. Der Tourismus und damit Hotellerie und Gastronomie das andere. Für einen nachhaltigen Erfolg müssen Kultur und Tourismus enger denn je zusammenrücken. Eine wunderschöne Chance, dass wir international erlebbar werden. Und Kultur als ein Buchungsfaktor ist für mich ganz wichtig, genauso wichtig wie ein Kulinarikfaktor. Tourismus besteht aus mehreren Faktoren. Die Kultur ist einer der Hauptbestandteile. Und es geht natürlich schon darum, dass der Tourismus nicht nur im Sommer ist und im Wintermonat, sondern wirklich über das ganze Jahr möglich wird, mit vielen Angeboten, die wir versuchen jetzt mittlerweile aufzustellen. Zum Ausdruck ist dieses Zusammenwirken auch auf der Messe gekommen. Am österreichischen Stand haben Schülerinnen und Schüler der Tourismusschulen Salzkammergut Bad Ischl ihr Können unter Beweis gestellt. Ausgelöst worden ist es durch die Kulturhauptstadt 2024, indem wir als Salzkammergut Tourismusschule in Bad Ischl hier unsere Professionalität unter Beweis stellen dürfen und unsere Dienstleistungseinstellung. Die Schüler sind richtig begeistert. Was das oberösterreichische Urlaubsgeschäft angeht, so ist laut Marco Sach-Leitner Deutschland der wichtigste Herkunftsmarkt. Rund 1,1 Millionen Nächtigungen entfallen jährlich auf deutsche Touristen. Die Leute kommen, weil sie schon traditionell mit den Eltern auch gekommen sind und weil sie eben dadurch kennengelernt haben, die Gastfreundschaft, die es in Österreich gibt, die Kultur, die Tradition, die sie lieben, eine Willkommenskultur, wie man sie kaum irgendwo hat, und auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, das ihnen entgegenkommt. Wir haben ein strategisches Ziel, auf 1,5 Millionen Gäste zu kommen. Ob das schon 24 gelingt oder 25, ist einerlei, aber wichtig ist, der deutsche Herkunftsmarkt ist unsere Wichtigster, und das ist ein expansiver Markt, wo wir viele Gäste eben auch mit der Kultur jetzt nach Oberösterreich bringen wollen.
Bisher werde unser Bundesland vor allem für die Landschaft, das gute Wander- und Radangebot sowie die herausragende Kulinarik geschätzt. Klares Ziel ist es demnach, Kultur ebenfalls zum Buchungsmotiv zu machen. Wenn ich an Musik, an Ausstellungen, an Museen, whatever denke, da muss ich an Österreich denken und vor allem 2024 an Oberösterreich. Die Präsentation der beiden Kulturschwerpunkte auf der Messe ist dafür sozusagen der Kick-off gewesen. Und in weiterer Folge für ein erfolgreiches Superkulturjahr 2024.